Da bist du ja endlich. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen mit dem Aufwachen, kleine Knospe. Wenn die Hüter jetzt hier wären, würden sie dich sicher ermahnen. Wenn du weiterhin so viel schläfst, wirst du dich eines Tages in deinen Träumen verlieren und niemals wieder erwachen. Ja, genau das hätten die Hüter dazu gesagt. Aber du hast Glück, denn heute bin ich es, die dich empfängt. Und ich bin sehr viel jünger als sie. Daher werde ich dir keine Strafpredigt halten. Unser zweiter Gast ist früher angekommen als erwartet. Sehen wir nach, wer es ist. Kleine Knospe, zur Feier dieses besonderen Tages präsentiere ich dir dein Geschenk.
Oh, ein wilder Fuchs. Oh, das ist wohl besser als nichts. Mir wäre ein Tier lieber gewesen, das etwas schlauer ist. Etwas hübscher. Ein Wolf zum Beispiel. Aber gut. Weißt du was? Ist nicht so schlimm. Wir machen das Beste daraus. Nähere dich ihm. Na los, hab keine Angst. Vorsichtig. Hey, nicht zu nah. Du erschreckst ihn noch. Er ist es, der auf dich zukommen muss. Gut, genau so. Und jetzt locke ihn ins Zentrum des Heiligtums. So ist's gut. Bis in die Mitte. Noch ein kleines Stück. Wie schwächlich dieser Fuchs doch ist. Perfekt. Rühr dich nicht, kleine Knospe. Ich kümmere mich um den Rest. Na also. Jetzt hast du einen Körper und kannst den Hütern der Jahreszeiten einen Besuch abstatten. Ich habe keine Wahl. Ich muss hierbleiben. Nun, wo sollen wir beginnen? Ah ja, ich weiß es. Wenn du den Pfad nach Osten betrittst und dich bis jenseits des hohen Grases vorwagst, wirst du den Waldsaum entdecken. Dort befindet sich der Hüter des Winters. Er besitzt etwas, das ich brauche. Und nur du kannst es für mich besorgen. Du wirst verstehen, um was es sich handelt, sobald du es siehst. Ich will dir die Überraschung nicht vorwegnehmen. Geh schon, kleine Knospe. Lauf und spring. Erfreue dich deines neuen Körpers. Du kannst dich nicht verlaufen. Ich werde stets ein Auge auf dich haben. Siehst du die Totems auf dem Weg? Es war der Hüter des Winters, der sie erschaffen hat. Etwas seltsam. Aber gut, mit so großen Tatzen ist das auch sicher nicht so einfach. Sprich ihn bitte nicht darauf an, wenn du ihn siehst. Das könnte ihn kränken. Der Hüter schläft gerne zwischen seinen Totems. Folge ihnen, dann findest du sicher seinen Unterschlupf.
Ich fühle, dass du auf dem Rückweg bist, kleine Knospe. Mit dem Fragment des Winters. Ich glaube, dass es mit dir kommunizieren will. Wenn du kläffst, reagiert es vielleicht. Du kannst auch zweimal kläffen, wenn es ein wenig schwerhörig ist. Du hast mich wirklich beeindruckt. Du warst schneller, als ich dachte. Und das trotz des Fuchses. Was wieder einmal zeigt, dass man nicht nach dem Aussehen gehen sollte. Das Fragment steuert das Heiligtum an. Verliere es bloß nicht aus den Augen.
nehme an, dass der Hüter des Winters dir nichts gesagt hat. Das muss man ihm nachsehen. Er ist immer so müde. Und ein wenig miesepetrig. Aber das bleibt unter uns. Wegen seines üblen Charakters vermeiden es die Tiere sogar, in diesen Wald zu kommen. Weißt du, die Hüter können sehr weise erscheinen, aber vor allem sind sie unglaublich alt. So alt, dass sie manchmal ziemlichen Unsinn reden. Ich meine, es ist ein Segen, dass sie hier sind und die Fragmente schützen. Nur sie müssen auch lernen, sich von ihnen zu trennen. Das Fragment ist bereits an seinem Platz. Es erwartet dich. Geh in die Mitte. Los, hab keine Angst. Gut. Ich muss dich jetzt vom Fuchs trennen. Das Fragment kann bei der Verschmelzung recht heftig reagieren. Ich werde gut aufpassen, aber es ist dennoch ein gefährlicher Vorgang. Es wäre klüger, wenn sich der Fuchs abseits hält. Es ist schon lange her, dass wir hier Schnee zu sehen bekommen haben. Jetzt ist es wirklich Winter. Na sowas. Da haben wir ja jemanden, der Zeremonien nicht mag. Du solltest wieder Besitz vom Fuchs ergreifen, bevor er davonläuft. Hör mir gut zu, kleine Knospe. Es gibt 4 Jahreszeiten und 4 Hüter. Wenn du dich mit den anderen Jahreszeiten verschmilzt, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Aber dafür brauchen wir die Fragmente. Der zweite Hüter bewohnt einen Sumpf, etwas weiter weg im Westen. Aber ich sollte dich warnen. Diesem hier kann man sich nicht so leicht nähern. Also sieh zu, dass du unauffällig bleibst. Da lang. Genau. Und jetzt geradeaus weiter. Weißt du, kleine Knospe, es mag zwar nicht so aussehen, aber ich beneide dich.
Ich wäre auch gern imstande, umherzulaufen, den Wind zu spüren und das Eis unter meinen Pfoten. Aber das kann ich nicht. Nicht, bevor wir alle Fragmente beisammen haben. Wir brauchen sie, wenn wir das Ritual ausführen wollen. Das Ritual der Jahreszeiten. So nennen es die Hüter. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber ich habe die Hüter öfters davon reden hören. Das Ritual der Jahreszeiten kann ein Leben verändern. Wenn das wahr ist, könnte es das meine ändern. Und das deine auch. Ich könnte endlich das Heiligtum verlassen. Und du könntest, ich weiß auch nicht, du könntest all deine Träume wahr werden lassen. Du hast doch Träume, oder? Achtung, kleine Knospe. Du betrittst gleich das Gebiet des Hüters des Herbstes. Er kann manchmal unberechenbar sein. Pass auf, dass er euch nicht wehtut, dir und deinem Fuchs. Wenn du den Wind pfeifen hörst, dann kann der Hüter nicht mehr weit sein. Pass gut auf. Thank you.
Sehr gut. Der Hüter des Herbstes ist endlich eingeschlafen. Es besteht keine Gefahr mehr. Folge dem Fragment, das er dir gegeben hat. Es weiß genau, wie es zum See zurückkommt.
Alle Achtung! Für so eine kleine Knospe bist du ganz schön gerissen. Und du wirst sehen, wenn du erst einmal dieses zweite Fragment absorbiert hast, wirst du noch pfiffiger sein. Die Farben, die Gerüche. Das ist wirklich meine liebste Jahreszeit. Wir könnten diesen Moment genießen, wenn dein Fuchs nur Ruhe geben würde. Es gefällt ihm sicher nicht, dass wir ihn derart benutzen, aber wir haben kein anderes Tier zur Hand. Wir haben erst die Hälfte hinter uns. Er wird uns also noch ein wenig länger aushalten müssen. Vielleicht solltest du versuchen, ihn zu beruhigen. Dich mag er wenigstens. Das ist ja schon mal was. Ich hatte es dir ja versprochen, kleine Knospe. Nun, wo du zwei Jahreszeiten absorbiert hast, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Jede Jahreszeit ist einzigartig und verwandelt die Elemente, die dich umgeben. Zögere nicht, die Macht der Jahreszeiten zu nutzen. Und zwar wo du willst und so oft du willst. Also, kleine Knospe, welche Region wirst du jetzt erkunden? Du hast die Qual der Wahl. Aber wenn ich dir einen Vorschlag machen dürfte, du kannst die Macht der Jahreszeiten nutzen, um Zugang zu dieser Höhle zu erhalten. Aber ich zwinge dich zu nichts. Mach, was du willst. Thank you.
gemacht, kleine Knospe. Du hast verstanden, wie du dir die Macht der Jahreszeiten zunutze machen kannst. Das trifft sich gut. Der dritte Hüter befindet sich hinter dieser Höhle. Los, kleine Knospe, geh, verlier keine Zeit. Thank you.
Bist du dir sicher, dass du in die richtige Richtung gehst? Der Graben, der sich dort unten befindet, ist sehr viel breiter, als es den Anschein hat. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Fuchs weit genug springen kann, um ihn zu überqueren. Aha, du lässt dich nicht so leicht entmutigen, wie ich sehe. Du hast recht. Wenn man ein Problem nicht mit seinen Pfoten lösen kann, muss man es mit dem Köpfchen tun. Würmchen, das heißt, dass du nicht mehr weit vom Ausgang entfernt bist. Allerdings müssen sie dich erst vorbeilassen. Damals war dieser Fluss voller Lachse. Heute sind es nicht mehr viele. Und ich glaube, ich weiß, wer dafür verantwortlich ist.
Das dritte Fragment. Das ist fast zu leicht. Der Hüter des Frühlings hat wohl nicht viel Widerstand geleistet. Du hättest ihn früher sehen sollen. Immerzu wollte er spielen. Von Wasserfall zu Wasserfall hüpfen. Wir zwei haben uns gut verstanden. Aber heutzutage ist er ganz träge. Wie die anderen Hüter. Es ist traurig. Aber so ist es nun mal. So stark sie auch sind. Die Hüter haben auch ihre Schwächen. Thank you.
Hast du etwa schon schlappe Pfoten, kleine Knospe? War nur ein Scherz. Das ist traurig. Ich hatte mir vom Frühling mehr erhofft. Wieso muss es im Frühling eigentlich immer regnen? Und wieso müssen wir uns immer beschweren, wenn es regnet? Glücklicherweise bleibt nur noch ein Fragment, das geborgen werden muss. Ein paar Tropfen werden uns nicht davon abhalten, zu Ende zu bringen, was wir begonnen haben. Jetzt, wo du drei Jahreszeiten manipulieren kannst, sollte es dir leicht fallen, den letzten Hüter aufzuspüren. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit ihm los? Glaubst du, ich habe ihm Angst gemacht? Keine Sorge, kleiner lärmender Fuchs. Du kannst bald dorthin zurück, wo du herkommst. Wo war ich? Der Hüter des Sommers verbirgt sich ganz oben auf dem Berg. Nimm den Weg, der zwischen den Kiefern nach oben führt, und brich dir nicht die Pfoten. Nur Mut, kleine Knospe. Bald ist es geschafft. Gut, ich beschwere mich zwar oft über den Regen, aber du wirst sehen, dass er sehr nützlich ist, wenn ein Baum sprießen soll.
dir das mal vor, kleine Knospe. Nur noch eine Jahreszeit musst du zum Heiligtum bringen. Dann ändert sich unser Leben für immer. Wir waren ein großartiges Team. Der Hüter des Sommers ist irgendwo in diesem Stamm verborgen. Wir haben im Sommer oft miteinander gespielt. Letztendlich war es zu einfach. Ich wusste immer, wo er zu finden ist. Es genügt, Geduld zu haben und nicht zu zögern, seine Sprösslinge aufzuwecken.
Das letzte Fragment. Das heißt, dass wir endlich mit dem Ritual beginnen können. Oh, schnell! Lauf, lauf! Oh, ich kann es kaum erwarten. Weißt du, kleine Knospe, du und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Ähnlicher, als du dir vorstellen kannst. Nicht jeder kann am Ritual der Jahreszeiten teilnehmen. Oh,
Ich kann es nicht mehr erwarten. Beeil dich und komm zurück. Alles ist für das Ritual bereit. Nur du fehlst noch, kleine Knospe. Wenn er nicht gehen will, ist das sein Problem. Wir haben keine Zeit mehr für Ablenkungen. Solange die Fragmente vereint sind, sollte es funktionieren. Also, fühlst du einen Unterschied? Hat sich etwas geändert? Ich verstehe das nicht. Wieso bin ich noch hier eingeschlossen? Oh, ich muss irgendwo einen Fehler begangen haben. Es liegt an diesem Fuchs, da bin ich mir sicher. Oder vielleicht liegt es auch an dir. Oh, ich hätte es wissen müssen. Du steckst mit den Hütern unter einer Decke, was? Sie dürfen mich also im Stich lassen, aber wenn ich beschließe zu gehen, haben Sie was dagegen? Mir doch egal. Ich werde es bald mit einem neuen Ritual versuchen, und zwar in besserer Gesellschaft. Verschwinde, kleine Knospe, oder wer auch immer du bist. Na los, geh schon. Du hast mir nicht im geringsten geholfen, sondern nur meine Zeit verschwendet.